Manchmal drängt es mich, bloß im Luftschacht zu verschwinden. Gestern hat mir ein Auge aus dem Luftschacht zugeblinzelt. Manchmal hab ich auf die Welt einfach keine Lust mehr und halt die Augen offen nach einem Fluchtweg. Wie heißes Wachs einer brennenden Kerze schmerzt es mich, anderes nie kennenzulernen. Und so renn ich durch den Schacht wie bei Rennwettbewerben. Ich renne sehr lang und find deine fremden Herberge. Dort treffe ich andere Leute, genauso wie ich. Genauso friedlich, lieblich, niedlich und ziemlich diebisch. Wir klauen lange Zeit die Augen der anderen, betrachten die Welt neu und stimmen Zaubergesang an. Wir philosophieren schlaue Bücher in der Hand und lesen, wie man ganz schnell zum Reichtum gelangt. Es gibt einen Waschbär in den tiefen, tiefen Schächten. Der wird uns überhäufen mit riesen, riesen Schätzen, wenn wir ihm bloß ein Menschenopfer brachten. Und so beginnen die sogenannten Opferschlachten. Nur wenig überleben und der Luftschacht ist verzweigt. Unsere Gruppe überlebt nur noch durch öde Fischerei. Wir fragen uns, warum waren wir so gierig? Ich komme mir vor wie in einem Kinospielfilm. Wir haben uns getötet, um als erstes anzukommen. Ja, in meiner Gier warf ich sogar Panzerbomben. Doch im Schacht des Waschbärs ist niemand zu sehen. Als wir ankommen, steht da bloß ein Spielplatzgerät. Und wir finden nicht mehr raus aus diesem Irrgarten, diesen Wirrwarren aus Schächten und Mistkarren. Wir haben alle schon erlebt, was besser unerlebt bleibt. Doch es wird noch nichts gefunden, das Wunderwelt heißt. Also musste ich eben den Luftschacht nehmen. Und jetzt sitze ich hier fest mit verrückten Gestalten. Das kann ich nicht brauchen, ich komm hier wieder raus. Mach mir einen Kräutertee und such einen neuen Weg.